Ajo, was geht von der Leica-Staffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Demon's Souls. Letztes Mal sind wir stehen geblieben und ja, Freunde, wir sind leider gestorben an einem ganz, ganz ja, ekligen Boss. Und zwar, Freunde, habe ich gerade auch ein bisschen aufgerüstet, beziehungsweise ich war ein bisschen farmen an einer Stelle, wo man zum Beispiel den Reaper mit dem Bogen klatschen konnte. Da habe ich jetzt auf jeden Fall hier, wenn man sieht, Stärke auf 30 hochgepumpt, Kondition auf 25. Und ja, ich kann jetzt auf jeden Fall auf entspannter Basis hier dieses Großschwert mit mir tragen. Und ja, wir werden auf jeden Fall mit diesem Großschwert jetzt versuchen, diesen Trebonja. Und man sieht, das Ding macht schon wirklich viel Schaden. Ich habe jetzt hier noch extra zwei hier Dinger geholt für Magieschaden. Also, dass wir dann wirklich auch, sag ich mal, gut Magieschaden machen und so. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das Ganze skaliert natürlich hier mit Stärke. Und 30 haben wir, von daher, ja, macht das Ding an sich schon gut 200 Schaden plus 134 Bonus. Also, das ist schon echt. Ziemlich cool. Nice. Weil wir mittlerweile auch relativ gut Ausdauer haben, kann man das wirklich, ja, gut bringen, meiner Meinung nach. Und ja, wir versuchen es einfach mal. Also, wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Wenn wir es schaffen, natürlich. Ihr habt mich gerettet. Zum dritten Mal schon. Ja, safe. Ich stehe wahrlich in eurer Schuld. Okay. Dies ist alles, was ich habe. Bitte nehmt es an. Was gibt's schon wieder Schönes? Nun muss ich gehen. Reiner Rennstein, okay, Kuss. Oh fuck, Digga. Oh, die geben schon gut, ne? Wallah. Die geben schon gut, die Cousins. Es sind keine leichten Gegner. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so ein Boss, Digga. Den man, glaube ich, nicht unbedingt bezwingen muss. Also schon unbedingt bezwingen muss, aber wahrscheinlich vielleicht noch nicht jetzt. Da wir, glaube ich, diese Magiestellen haben. So. Komm, Bro, lauf. Lauf, lauf, lauf. Wir versuchen es. Wir versuchen es jetzt ein paar Mal. Wenn es klappt, ist gut. So. Fuck it, Digga. Ja, aber diese Attacke muss ich aufpassen, Wallah. Scheiße, 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 Schimmer. Thank you.
Komm, komm, komm. Nein. Ja, Mann, wir haben ihn gefickt, Digga. Oh mein Gott, Digga. Second Attempt, wir haben ihn gefickt, Amanahoim. Let's go, Digga. Yes, Mann. Wir haben ihn gefickt, Digga. Let's go. Let's go. 35.000. Silberne Dämonenseele, Alter. Geil, Alter. Wir haben ihn gefickt. Wir haben ihn gefickt. Wir haben ihn gefickt. Richtig nice, Jungs. Richtig nice, Alter. Wir haben ihn gefickt, Digga. Boah, Mann. Let's go, Alter. Let's fucking go, Bro. Let's fucking go. Warte kurz. Wir müssen mal direkt 600.000. Perfekt, Digga. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gehen wir direkt auf Stärke, 2 Stück. Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seid ihr fertig? Warte. Ich sehe gerade, wir können noch einen hochladen, also insgesamt 3 Level. Wenn wir einmal ganz kurz hier diese Jarosko-Kinder wegsmecken. Ja, Bruder. Walla. Ich schwöre, cracked. Scho, was lebst du noch, ihr Selemi? Bruder, diese Dinge, das ist cracked, ich schwör's dir. Diese Drachenknochenbrecher, das ist wirklich mega Waffe. Also die macht so viel Schaden, Bro. Wir haben den Boss gerade wirklich ohne große Probleme haben wir den auseinandergenommen. Warte mal, wie viel Dings habe ich bekommen jetzt? Ich habe 4000 oder so bekommen. Ich habe mies viel bekommen gerade, ich schwöre. Ah, die 415, okay. Die schlägt doch schnell, Digga. Okay, nee, ich hab mich nur getäuscht. 450, also insgesamt 1000. Ja, Mann, cracked, Alter. Richtig cracked. Richtig cracked, Alter. Okay, cool. Richtig cool. Na gut. Dann gehen wir mal auf jeden Fall hier erstmal weg. Gehen wir erstmal wieder zur der Dame. Und machen nochmal Stärke. Ja, komm. Stärke ist wichtig. Seid ihr fertig? So, mal gucken, wie es jetzt aussieht, Bro. 139, also gut, Bonus, Bruder. Stärke haben wir 33, Vitalität 37. Das ist schon wirklich hier. Kondition machen wir auch dann irgendwann mal auf 30. Das ist schon echt, echt fresh, Digga. Das ist echt fresh. Muss man sagen, ist wirklich ziemlich nice. So, jetzt werden wir. Ich fange nochmal einfach aus Gründen, sage ich mal, fangen wir wieder hier an, also aus dem ersten, damit ihr das auch seht. Ist also jetzt mittlerweile in unserem Zustand relativ einfach. Ja, kurz einmal, also wir diesen jetzt mit der Waffe sind wir in One-Shot. Das geht auf jeden Fall echt vollkommen klar. Nice. Mir fällt auf, wir sind halt selten gestorben. Aus Gründen zum Beispiel. Dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Gegner zu stark waren. Und wirklich nur, wenn schon, bei den Bossen.
Das ist, das sind absurd, also One-Shot. Das ist aktuell, Bruder, wir sind mit der Waffe so fucking OP, Bro. War mit der Vitalität auf 37. Ja, das ist wirklich absolut gar kein Problem. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist halt, übrigens, Bogen habe ich auch plus 5. Ah, diesen Two-Shot. So, easy. Das ist halt schon echt geil, Digga. Wir wissen ja, dass die Viecher ein bisschen abfacken, gar kein Problem. So, One-Shot, Digga, weg bist du. Ja, kein Thema, Digga. Wie gesagt, hier den großen Boss habe ich besiegt. Der war jetzt auch nicht so schwer. Da habe ich dem seine Waffe aufgenommen. Ja, auch der, wo da weg ist er. So, da geht es hier unten, glaube ich, nicht weiter. Aber hier rüber. Und dann so hier hoch. Da ging es weiter, das weiß ich. Ja, moin. Sehr gut. So. Siehst du, also auch der rote Bruder. Das ist absolut One-Shot. Das ist wirklich absolut Klingenscheinscherbe. Absolut gar kein Problem mittlerweile für uns. Hier. Einmal kurz so. Auch die Fallen kennen wir mittlerweile auch. Absolut kein Problem für uns. Läuft, Digga. Also wenn man ein bisschen gut ausgerüstet ist, ja, wie gesagt, Level 67. Reicht schon aus. Natürlich ein paar Dinge müssen wir noch eingehen. Zum Beispiel, dass wir jetzt Dingens nicht gleichzeitig tragen können, aber ey Bro, wen juckt's? Sag ich dir ehrlich. Und hier haben wir, sag ich mal, einen Cousin, der es auch ein bisschen ernst meint. Kommt der? Okay, nee, der bleibt. Doch, der kommt. Komm mal her, Bro. Komm mal her. Komm mal ganz kurz zu Papa Alcatrazzo. Komm, ich zeig dir mal, wie es geht hier. Klingensteinscherbe. So. Weg ist er. Und weg ist er. So, kurz mal den Bogen. Oh, ihr kleinen Hurensöhne. Ja, die zu treffen ist ein bisschen schwer. Da hat man schon, ja, relativ gute Prezi, aber wenn wir die haben, haben wir die. Wenn wir den Peach zum Beispiel hier so anlocken oder auch gleich umbringen, weil der Bogen doch okay, warte, lassen wir's. Einmal zack. Und schon ist der Bruder weg vom Fenster. So, haben wir uns zweimal Halbmondgras rein. So, jetzt pass auf. Es gibt zum Beispiel hier eine Falle. Siehst du, Alki weiß schon. Das Ganze genau hier unten. Ist da nochmal so ein Katana Peach? Die ganzen anderen sind normale. Und jetzt hier wäre halt dieser eine Boss. So. Den habe ich jetzt schon besiegt. Das ist sozusagen der einzige Boss, den ich wirklich offscreen gekillt habe. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt, sage ich mal, diverse Utensilien einfach gebraucht habe. Und dementsprechend haben wir jetzt hier den Keilstein. Und ja. So, dann tun wir uns einfach jetzt hier nochmal respawnen. Damit wir Bescheid wissen. Und wie gesagt, Jungs, für mich
einer der besten Spots zum Farmen. Hier habe ich auch die ganze Zeit gefarmt. Das würde ich auf jeden Fall in Zukunft dann auch wahrscheinlich weiterhin tun. Das ist ein sehr guter Spot. Hier könnt ihr euch direkt so Pfeile und so kaufen. Wenn ihr Bock habt, zum Beispiel hier. Ich werde mir jetzt mal hier einfach spontan Pfeile. Einfach nochmal so, was weiß ich, Digga, weil ich es kann. Nochmal so 60 Stück dazu kaufen. Digga, bin ich schon wieder bei gut 100. Und dann kannst du hier zum Beispiel den Reaper einfach mit dem Bogen kurz wegsmacken. Und dadurch sterben auch alle anderen mit ihm. Und somit kannst du dann zum Beispiel auch easy Seelen farmen. Und da kriegst du wirklich auch gute Seelen in kürzester Zeit. Hier hast du auch Dunkelmondscherbe. Die kannst du auch mit, sag ich mal, hier wirklich auch gut farmen, Alter. Und seht euch nur mal den Schatz da unten in der Grube an. So, der Typ schlägt uns jetzt, glaube ich, runter. Ja, wurde so. Hey, nehmt es mir nicht übel, ja? Lasst euch ruhig Zeit beim Verhungern. Dann plündere ich eure Überreste und verkaufe alles. Du Hurensohn, Walla. Genau hier ist ja das Dings. Das ist, glaube ich, wenn wir dann nochmal runtergehen, das ist, glaube ich, weg. Herrje, seid ihr auf dieses Aas hereingefallen? Mir erging es nicht besser. Er täuschte mich. Nun sitze ich hier fest. Das Echo deutet darauf hin, dass wir mit der Außenwelt verbunden sind. Ein furchterregendes dunkles Phantom steht zwischen uns und der Freiheit. Doch keine Angst. Gott wird das Böse läutern. Beten wir. Ja gut, ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch, bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich, manche sind es, manche nicht. Ich schon. Das Katana, das ist ein Katana, glaube ich. Das wird dann... Ja, der Bruder ist gar kein Problem, Digga. Ja, nochmal schön von hinten, Bro. Ja, kein Problem. Also mit dem Schwert, Bruder, sind wir auf jeden Fall nachkampfmäßig gut bedient. Achso, das ist nochmal kein Problem. Kriegst du. So, Dunkelmondsteinklumpen, Schwarzaugenstein und noch was anderes. Und hier können wir Umbasa, okay. Cool. Ist ja sonst noch was? Aber ich muss sagen, macht das Spiel echt Spaß, Digga. Also wirklich, es macht Demon's Souls so Laune, Digga. Ich bin so froh, dass ich es einfach eingelegt und gezockt habe, Digga. Und das ist halt wirklich, also ohne Witz, Digga. Für mich jetzt schon eins der geilsten PSM-Spiele. Ohne Spaß, so ein geiles Spiel. Damals auf PS3 schon so geil gewesen und jetzt auf PS5, Digga, in der Grafik, Bro. Wirklich mega geil. Wenn man weiß, wie man es spielen muss und man hat ein bisschen Skill. Ihr. Hey, es tut mir wirklich leid. Das habe ich nicht so gemeint. Man muss irgendwie über die Runden kommen, richtig? Gut und so. Seht, ich kann es wieder gut machen. Es gibt nicht viele Menschen wie uns. Wir müssen zusammenhalten. Mhm. Ich weiß. Nehmt dies als ein Zeichen der Freundschaft. Nicht schlecht, oder? Und der Blutungsresistenz. Na los. Lasst uns Freunde sein. Was sagt ihr? Komm mal rein. Komm. Diebes. Ah.
Die Frage war jetzt, wie kommst du, also wie geht das denn kaputt? Das war jetzt die Frage. Warte, was kann der Ring des Diebes eigentlich? Verbessert die Tarnung von Feinden? Also ich habe das schon gehabt, okay. Ja, okay, verstehe. Warte, wo wird's denn eigentlich weitergehen? Warte. Kurz heilen. So, wo wird's hier weiter lang gehen? Obwohl, ich würde aber schon gerne, Digga, sag ich dir ehrlich. Dieses Katana haben. Warte, wie ging das nochmal? Warte, ich gehe ganz nochmal schnell wieder zurück zum Rastpunkt. Geh nochmal kurz rasten. Und dann komme ich mal wieder. Weil das wäre schon cool, Digga. Das wäre schon echt cool so. Wenn wir dieses Katana haben könnten, so. Einfach aus Prinzip, ich will es einfach haben. Weiß ich mal, wenn es da schon liegt, so möchte ich es auch haben. So, das Uchi-Katana habe ich hier zum Beispiel auf plus 5 gemacht. Das ist dann relativ cool, aber das eine Katana war das schon echt geil, aber so zwei Katanas zusammen, das wäre schon cool, sag ich dir ehrlich. Nehmen uns wieder den Dunkelmondstein. Ich glaube, der ist dafür dann, glaube ich, Magiewaffen zu upgraden oder so. Immer noch nicht. Bro, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwas konnte man machen, Digga. Nachrichten lesen. Ah, wenn die Seelentendenz weiß ist. Ach, blas mir doch ein, Bro. Oh, ihr. Konntet ihr das besagte Phantom aus der Welt tilgen? Gott hat euch erwählt. Und dafür sind wir dankbar. Umbasa. Gott hat euch erwählt. Und dafür sind wir dankbar. Umbasa. Okay, Umbasa hier, Umbasa da. Okay, erst wenn die Welt in den zwei ist, ist. Oh, fick dich doch, Mann. Aber wo geht's hier weiter, ist die Frage. Ich check das mit dieser Welttendenz halt überhaupt nicht, Bro. Also wirklich gar nicht. Das ist so das Problem, Digga. Warte, hier ist an sich nichts. Hier ist wirklich. Ist hier sozusagen nur eine Art Farming-Spot oder? Geht's hier wirklich nicht mehr weiter? Scheiße, Bro. Eine Warte hier. Hier ist ein Button. Ach Junge, bin ich dumm, Walla. Ich bin so dumm. Ah nee, hier ist Dings, Digga. Hier ist weiterer Boss, glaube ich. Hier ist ein weiterer Boss. Oder war das ein weiterer Boss? Ich glaube, das war ein weiterer Boss. Wenn ich mich nicht täusche. Oh.
Oh mein Gott, Bro. Die Pfeile kamen von ihm, du Hurensohn. Hätte ich mir fast gedacht. Scheiße, Bro, chill mal dein Life, Hurensohn. Ach, Digga. Nerv nicht. So 26 Minuten schon wieder, Alter. Es geht so schnell, Bro. Nein, nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ah nee, das ist ein anderer Boss. Das ist der letzte Boss zum Oberboss, glaube ich. Ich glaube, das war so. So muss es grob gewesen sein. Ah, da bist du geruht und so, Alter. Tschüss. Nice, okay. Auf jeden Fall auf. So. Sagt ihr ehrlich, ich würde jetzt auf jeden Fall auf so nehmen wir es halt Bunkers langsam umsteigen. Immer noch nicht. Auch bleiben wir im Halbmondkreis, aber wenn wir dann zum Endboss kommen. Komm. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Chill. Scheiße, Bro.
Okay, wenn ich ehrlich bin, ich möchte jetzt einfach nur zu diesem scheiß Boss kommen, Digga. Ihn kurz wegklatschen und gut ist. Optische Täuschung. So. Ist mir egal, die Cutscene. Scheißdreck! Oh, das verschlechtert meine Welttendenz. Ach, fick doch die Wander, Alter. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ich hab ihn unterschätzt, Fuck. Aber Bruder, dieser Abschnitt ist so lang, wirklich, es ist so lang. Bruder, schlag doch einfach, mein Gott, Junge. Junge, was ist das? Schlag doch einfach. Was ist daran so schwer, Digi? Ja, Hurensohn. Fuck. Mich fuckt das jetzt ab, Digga. Alles normal. Oder wie kann das sein, Bro? Komm. Oder weil es hier so eng ist, ne, ist es so eklig hier zu kämpfen. Es ist so eklig hier zu kämpfen, Digga. Scheiße. Gott.
Ah, Bro. Aber du sollst ihn nicht streichen, du sollst ihn schlagen. Aber wenn man das Gebiet schon einmal umlaufen ist, dann weiß man, wo man hin muss. Ist ja das Problem. Ich möchte diesen Hurensohn einfach erstmal klatschen. Und dann schauen wir weiter. Er sagt, die ganze Idee zu klatschen wird schwer. Okay, eins haben wir noch. Probieren wir es nochmal. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Wir haben ihn sehr unterschätzt, das war unser Problem, deshalb sind wir gestorben. Scheiße. Bruder, Walla. Walla. Oder er gibt so harte Schläge, ne? Er gibt so harte Schläge. Mein Schild macht nichts gegen. Mein Schild macht nichts gegen. Nein. Gott sei Dank. Weg, 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 weg. Oder mein Schild macht nichts gegen. Walla. Ich verstehe nicht, warum er jedes Mal einen Dingens abgeben will, obwohl ich ihn schlagen will. Hey Bro, es ist so unfair, ne? Komm! Ich will ihn schlagen! Er gibt ein Dingens, einen Hieb nach vorne. Auch so dummer Gameplay-Fehler, Bro. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte das gar nicht. So ein dummer Gameplay-Fehler. Bro, bitte fuck mich jetzt nicht ab, Bro. Bitte. Bro, bitte, Mann. Schon wieder. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, ne? Sein verfickter Nuttensohnschlag, Alter. Wenn er den macht, ist es vorbei.
Schon wieder! Er macht ihn wieder! Digga, Taktik, Walla, Taktik, 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 Digga. Fick mein Mutter, Digga, Taktik, let's go. Let's fucking go, Bro. Let's fucking go. Let's go. Oh Gott, Digga, let's go, Mann. Let's go. Scheiße, Digga. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke auf das... Seid ihr fertig? Oh, let's go. Let's fucking go, Digga. Ist Vollmond krass, ne? Ich hab die ganze Zeit Vollmond als Idiot, ich nehm das gar nicht. Denn ihr kämpft an unserer Stelle. Warte, Halbmondgras? Zunehmendes Mondgras? Vollmondgras. Ich war krank vor Sorge. Digga, jetzt hatte ich pack dieses. Ding jetzt mal zur Seite, Bro. Dieses Sichelmonkers braucht doch kein Mensch. Oh, Bro. Das braucht doch kein Mensch, Digga. Aber warte, ich glaube, ich kann jetzt zum Beispiel. Genau, ich kann jetzt Armbrust und so. Also Bogen. Kann ich jetzt mit mir tragen, ohne Probleme. Scheiße, Bro. Um 38.000. So. Seid ihr fertig? Warte. Wenn das so ist, dann mache ich noch einmal ganz kurz Dings, Alter. Dings, einmal kurz diesen Speed-Move. Kondition auf 30 pro Maschine, Alter. Nice. Sehr nice. Nexus. Oder 4 oder 7, ich leck mich am Arsch. Ich überlege, ob ich mir noch eine Shisha mache. Ich hab schon einen Kopf geraucht, Digga, aber ich hätte irgendwie Bock drauf, nochmal einen Kopf. Ich weiß nicht warum, Digga. Aber jetzt nochmal einen Kopf, ist schon geil. Wo ist die Tussi? Hm. Ich überlege, ob auf Stärke, Bro, oder Beweglichkeit. Komm, ich erst auf Stärke. Aber Beweglichkeit muss ich ja noch irgendwann auf 30 oder so bringen, Dicker. Ja, wir sind schon Stufe 73, tschüss. Bro, wir sind mies weit. Mies weit. Ganz mies weit, Digga. Genau, hier so. Ich glaube, dahinter befindet sich der letzte Boss.
Ich weiß, Bro. Ein ganz, ganz fetter, Digga. Warte, da lege ich das erstmal ab. Dann muss ich, glaube ich, ganz schnell. Da vorne drin. Aber dort gibt's eine Waffe, Digga, die wichtig ist. Und das hier, Jungs, mit der Waffe zusammen. Oh nein. Ist, glaube ich, der beste. Nice. Ist der beste Weg, um Seelen zu farmen, glaube ich, war das. So, jetzt ist nur die Frage, was habe ich mir jetzt nicht angeguckt, wie komme ich da hoch? Ich muss mich jetzt gleich irgendwo hinter so einem, hier, hinter so einem Gebäude verstecken, also hinter dieser Ruine. Und den hier machen. Ich muss die so lange. Das kannst du keine Ahnung wie oft machen, Digga. Das ist eigentlich egal. Und das ist so der. Ja, der beste Spot, glaube ich. Also, man sagt, es ist der beste Spot. Ach, Digga, lutsch mir doch einer, Mann. Okay, Bro. Langsam wird's ein bisschen kritisch. Ich hab zu viel, Bro. Warte mal, nicht benutzen. Ich kann das. Ach, Digga, meine Fresse, Mann. Ja, Junge. Ach, heiliger Pfeil. Ziegenfick. Oder wie fick ich den? Ach so, okay. Ja, schon muss das mal rankommen, ja. Pfeile haben irgendwie nichts genutzt. Hm.
ist relativ easy. Relativ, das ist schon... Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Let's go, Digga. Sturmkönig Trophäe, GG. Du hättest ein alter Dämonenseele und macht die alle Menschen, blablabla. Fresh. Nice. Geil, Alter. Auch das haben wir geschafft. Oder läuft. Läuft richtig. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthos. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt wird. Seid ihr fertig? Juju. Stark, Bruder. Vitalität 40, perfekt, Bro. Okay, Jungs, da würde ich sagen, das soll es doch hier mit dem Spiel, beziehungsweise mit dem, mit der Folge von Demon's Souls gewesen sein. Das ist jetzt, glaube ich, Folge 4. So, wir haben jetzt, glaube ich, 3 Bosse besiegt. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Zahl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann in einem neuen Video. Bis dann, checkt mit so verschiedene Zwiebeln und haut rein.